So richtig sauwohl dürfte sich eigentlich kein Schwein fühlen. Keines vom Biohof und auch kein Mastschwein aus sogenannter konventioneller Haltung. Ereilt doch beide dasselbe Schicksal, nämlich irgendwann beim Schlachter zu landen. Und doch genießen Ökobauern, auch wenn eindeutig in der Minderheit, einen ungleich besseren Ruf als solche, die nicht auf Biohaltung setzen. Mehr noch, manche Konventionellen fühlen sich im Alltag regelrecht angefeindet und diffamiert als Tierquäler und herzlose Geschäftemacher. André Kartschall berichtet von der Grünen Woche in Berlin über vergiftetes Klima in der Landwirtschaft. Unter dem Berliner Funkturm wird wieder einmal ein Glaubenskrieg ausgetragen. Lasst die Sau raus. Für Bio gegen konventionelle Landwirtschaft. Auch bei der offiziellen Eröffnung darf ein lauter Tierschützer nicht fehlen. Die Grüne Woche ist immer auch eine Bühne für den Kampf der Esskulturen. Doch die Auseinandersetzung um das richtige Essen hat längst den Alltag vieler Landwirte erreicht. Markus Holtkötter hält Schweine im Münsterland konventionell. Deshalb, so sagt er, wurde sein Sohn in der Schule gemobbt. Unser Ältester hat es in der Schule halt erlebt, im letzten Jahr in der Grundschule, dass es da dann ja, so Schlagworte ja, wie Tiermörder, Brunnenvergifter, vergiftete Landwirtschaft. Also diese Schlagwörter, die man von den NGOs immer wieder auch liest und hört, die werden dann eins zu eins so wiedergegeben. Repräsentative Zahlen zum Thema gibt es nicht. Lediglich eine selbst durchgeführte Umfrage unter Bauern vom Landfrauenverband Württemberg-Hohenzollern. Wir haben zum einen gefragt, sind Sie selber Betroffene oder kennen Sie Betroffene? Und da war es so, dass wirklich 70% sagten, sie kennen Betroffene, die also Mobbing-Erfahrungen haben oder in der Familie haben. Selbst in Schulbüchern werde die konventionelle Landwirtschaft oft einseitig negativ dargestellt, heißt es. Aber das Hauptproblem sei die Stimmungsmache von Natur- und Tierschutz-NGOs, wie zum Beispiel von der Tierschutzorganisation PETA. Diese weist jede Verantwortung für Bauernmobbing von sich. Ich empfinde es als erstes als sehr schwer nachzuvollziehen, ob das wirklich stimmt. Auf der anderen Seite lehnen wir natürlich Mobbing von Kindern und Gewalt in jeglicher Form konsequent ab, eben weil wir eine Organisation ist, die sich konsequent gegen jegliche Gewalt, gegen jegliche Lebenswesen einsetzt. Das Thema Bauernmobbing hat mittlerweile sogar den Bundeslandwirtschaftsminister erreicht. Von solchen Vorfällen auch ist mir berichtet worden. Wir müssen aus den ideologischen Schützengräben heraus. Es geht hier darum, dass wir die Landwirtschaft in die Mitte der Gesellschaft stellen. Die deutliche Mehrheit dieser Gesellschaft ist übrigens Fleisch aus konventioneller Erzeugung.